Töte Nikolas Schaden. Verringert die kritische Trefferschance. Dienerschaden, Dienerschaden. Singularität. Trefferschaden, wenn du singst, das größte, was auch immer das genau ist hier. Dienerschaden. Zauberschaden plus 1 Knochengolem beschwören. 113 Minion Armor. Na, ich weiß nicht. Verringert Zauberschaden. Feuerbett, Fluchschaden. 18% Flugschaden ist schon gut. War verringert, ja, egal. Nehmen wir das. Was ist das? Mana, Ausdauer. Rüstung, bla. Ich habe keine Ahnung. Plus 4 Gift in elektrische Widerstand, Rüstung, Fluch, Zombie, Beschwören. Weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ist der einfach höher im Level auch. Bringen die Nahkampf Angriffskraft, das ist scheiße. Dienerschaden brauche ich nicht. Götze kann ich behalten auch. Nee. Ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich was verändere, dass ich immer schlechter bin. Also beim Verändern. Also ich weiß nicht, ob es dann wirklich so ist, aber immer das Gefühl, dass ich mich verschlechter hier. Weil ich nie hundertprozentig weiß, auf welche Stadt ich gehen soll. Okay, Götze Schmetze haben wir hier. Okay. So, was haben wir denn hier? Durch Knochenrüstung gewährte Rüstung. Okay, das habe ich ja, das ist gut. Chance auf Blutung bei Treffern mit physischem Zauber, das ist auch gut. Schutz irgendwas. Chance auf Entzündung der Treffer. Erhöhter Schaden über zeitbarkiver Lebensüberladung. Chance für Gespenst beschwören, ein Vollgespenst zu beschwören. Erhöht kritischen Treffer für Chance Zauber. Vitalität, nekrotischer Widerstand. Chance auf Gift. Widerstand erhöht Giftschaden. Ausweichwert erhöht Giftschaden. Diener Giftschaden. Ja. Warte. Gibt's hier auch Götzen bei dem Level? Lootfilter, Summary. Hier, Idols, glaube ich, ist das. Hier ist halt überall Increased Health, was nur geht. Gesundheit, wenn man nicht genießt hat. Health. Nur Gesundheit. Das ist krass. Aber ich kann jetzt irgendwelche drauf tun, ne? Knochenrüstung. Habe ich noch mehr Rüstung? Ich habe ja irgendwie Knochenrüstung. Das hier? Achso. Okay, dann ist ja easy. Kanalisieren Geisterflamme. Habe ich nicht. Entzünden bei Treffer, der Schaden über zeitaktiver Lebensüberladung. Irgendwas war doch mit Fluch noch. Vitalität ist doch Leben, oder? Kann man das drehen? Nö, anscheinend nicht. Chance auf Gift. Ausweichwertung. Über Zeit kritische Trefferchance für physischen Zauber. Gespenst beschwören, Erfahrung zu beschwören. Für Zauber, was weiß ich. Und dann brauche ich noch so eins, aber ich hab das ja nicht. Gift bei Treffer. Boah, den habe ich jetzt. Ich bin auf jeden Fall jetzt besser als vorher, glaube ich. Ja. Jetzt habe ich mal diese Götze-Metze dahin getan. Jo. Triff dich mit irgendwo. Ich treffe mich dann schon mit irgendjemand irgendwo.
Nur so kurze? Normal kommen doch mal ein paar Millionen hier. Wie der Golem gerade gejumpt ist, ich dachte, das ist ein Gegner. Sieht aber schon so ein bisschen... Sieht für mich immer bossartig aus. Keine Ahnung. Aber Gear habe ich auch gar nicht mehr gewechselt, ne? Das ist irgendwie... Nur vorhin kurz. Hier oben, achso. Ich mag diese düsteren Gegend nicht. Das ist helle, so in der Wüste, entspannt. Ist doch viel cooler. Ein Quark hier oder was ist das genau? Das sind Scheißratten, ja. Das sehe ich ja. Kuh, komm. Ich habe eher nicht ready, erst jetzt. Und die Rüstung ist, glaube ich, auch voll auf Reduce Dings da hier. Ablenkzeit Reduce. Damit wir öfters unsere Gestalt nutzen können. Jo! Was ist das? Ach, das ist das, was ich da beschwöre. Oh, wie krass. Ultra geil. Der kriegt halt auch voll... Also solche Special-Fuzzis kriegen voll wenig Schaden. Alter, bleib doch mal hier. Jetzt wieder Porten, oder nicht, ich mich geportet habe. Ich habe aber noch einmal Porten ready. Gut, dann halt nicht. Nochmal. Ah, dachte ich mir, schau. Nicht dann stehen bleiben mit der Gestalt. Ist nur die Gestalt halten. Komm, 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 komm. Jo, okay. Da hätte ich vielleicht herausgehen können. Achso, der Ding ist auch nicht mehr da. Passt, passt, passt. Ledergürtel. Abklingzeit. Oh, das ist krass. Abklingzeit. Erholungsgeschwindigkeit. Okay, also das ist auf Deutsch schon sehr, sehr schwierig. Mehr Stärke. Aua. C, aua. Das ist interessant auf Deutsch. Abklingzeit, Erholungsgeschwindigkeit. Okay. Verstehe ich, verstehe ich. Oh, wieder viele. Ich versuche jetzt immer das Blinse mit reinzunehmen. Okay, ich habe ganz viele Diener. Wenn ich jetzt nämlich einen Heiltrank nehme, kommen welche. Wenn irgendwas anders passiert, kommen welche. Das ist ja verrückt. Triff dich mit Alrik, okay. Alrik, Alfik, oder was? Na klar. Oh, 40. Teufel, ist dieser Kanal hier. Das ist ja crazy shit. Das ist ja ewig.
laufe ja noch im Kreis gefühlt. Ach, ich hätte gleich hochgehen können oder was? Manche gehen echt gut runter. Das ist ein brutales Labyrinth hier wieder. Jo, fast down. Weil dieser Typ da irgendwie gespuckt hat mit irgendeiner Scheiße. Boah, das war jetzt knapp. Wie steil ich gewechselt, bevor ich verreckt bin. Ach, das ist wieder so ein scheiß Elite-Mistviech, ey. Da ist die Tür. Ey, Wahnsinn, durch den Tunnel hier durchzugehen. Auch eine heftige Sache. Der Weg war jetzt lang. Das ist ja, glaube ich, die Kanalisation, oder? Okay, jetzt nicht mehr. Aber war es bis jetzt. Nochmal frischem Golem. Weil wir wissen nicht, was uns erwartet. So, ich dachte, das ist irgendwas Besonderes, aber das ist nur eine Ankündigung von dem Gebiet hier. Ach, der ist immer noch da. Oh, habe ich meine Gestalt rechtzeitig verloren. Da bin ich mir leider nicht sicher. Ey, ich mir auch nicht, aber ich habe es einfach gesagt, weil ich dachte mir, YOLO. Weißt du? Ich dachte mir, yo, du haust einfach raus. Wenn's nicht stimmt, dann stimmt's halt nicht. Aber wer soll's überprüfen? Wer soll's überprüfen hier? Jo, wegen welchen Splittern bin ich hier. Okay, okay. Ich habe mit der Maus, das ist auch nicht so well to go. Ist so schwer zum Drücken. Also hier Sackgasse. Ich dachte mir mal, hey, ich gehe mal Richtung Richtung Questmarker. Aber ist ja klar, dass dann, wenn ich einmal da in die Richtung gehe, ist das falsch. Sonst gehe ich immer komplett in die gegenteilige Richtung. Was dann noch stimmt, dann tut man irgendwann mal richtig abbiegen. Früher oder später. Oder später oder früher oder überhaupt oder irgendwann mal. Gar nicht wäre, war Splitter Drop, das ist so random. Okay, geht nach unten, geht hier lang, 1000 Wege auf einmal hier. Mal schauen, welches der richtige ist. Gibt's überhaupt einen richtigen? Das ist alles nur so hinhalten hier. Aber ich hatte... haben die nicht in dem Guide gesagt? Also in dem Video, im Testvideo, es gibt ab Level 20...
gibt es so eine Art Miezekatze? Die hebt der Loot auf, oder war das in einem anderen Spiel, was ich gesehen habe? Und du kannst bis zu 3 oder 5 davon haben? Voll verpeilt, oder bestimmt hat mir irgendeiner davon erzählt, ich weiß es nicht. Ich habe ja das alles geskippt hier. Oh, das Steißband ist Endgegner, Alter. Steißbein ist einfach Endgegner hier. Oh, nochmal ein Sack mit der Gasse. Yo! Boah, das war heftig. So auf die Fresse kriegen mit dem Gameplay hier. Der Rüstung nicht besser wird. Findet die Nekropole der Tiefe. Ja, so habe ich nicht noch. Ich war doch schon in der Kanalisation. Die Nekropole der Tiefe. Ja, bin ich schon da. Schau. Finde Julias Zuflucht. Jawohl, auf dem Weg. Gehen wir mal da lang. Geradeaus. Der hat einen Riesenstein und macht da Bladestorm da. Dies ist hier verrückt. Oh nein. Ich muss in der Gestalt bleiben. Es kommt so ein Scheiß. Na, bin ich raus der Gestalt. Scheiße. Kommt so ein scheiß Elite. Müssen wir den eigentlich rausholen? Aber ich glaube, der bringt irgendwas, oder? Kurz warten, bis ich meine Gestalt wieder habe. Die sind aber schon schwer, also muss ich sagen. Ja, allein wegen dem Spell, und ich bin immer so nah dran. Dann haut er mir den Dreck erstmal in die Fresse. Auf die andere. Ich komme hier nicht rum. Digga, da ist irgend so ein scheiß Stein. Fuck, normale Gestalt. Rip. Jo. Hey, dass er das schon wieder da macht, ne? Da an der Ecke. Das ist halt frech. Frech. Stirb! Das kann ja nicht sein! Experimental Edelhandschuhe des Schneesturms. Scheinen gut zu sein. Schergenschaden, 4% von aktuelle. Ja, mach ich einfach. Ich glaube, wenn es so groß geschrieben ist, dann ist es wichtig. Falls ich den Lootfilter richtig verstanden habe. Schöner Schrein hier. Müsste ja nicht tanken können in der Gestalt. Aber es sind 2 Liter oder was? So ist das, oder ist der jetzt hässlicher geworden? Und jetzt auch gleich.
Das kann sein. Einfach hässlicher geworden. Sorry, wenn ich manchmal so krass blinzel, aber das mit den Augen ist halt so eine Sache. Long story short, ich habe dauernd so ein Fremdkörpergefühl im Auge und das da muss ich halt manchmal beschissen blinzeln, was einfach stört. Das sind so Schlüpferinos da. Ne, unten, ne? Schon mal, jetzt gehen wir unten entlang, wo wir rechts müssen, aber es geht ja nicht anders. Wieder so ein Elite-Fuzzi. Okay, ich wusste es. Ich wollte schauen, ob mein W ready ist. Ich glaube, ich bin weit weg von dem Punkt. Oder? Ach, ist der zu mir gekommen? Der ist ein anderer. Ja, ja, doch, der ist zu mir gekommen. Das sind zwei sogar. Ja, kein Wunder. Dass das so One-Shot war. Okay, krass. Nett, dass ihr zu mir gekommen seid. So viel Gift. Immer Gift bei Spider-Man hier. Fast habe ich die Gestalt verloren. Jetzt ist sie weg. Boah, das Gift ist ja anders wild. Ist noch schön explodiert. Ist nichts mehr, oder? Ne, dann kann ich ja in die andere Ebene. Irgendwelche Zuflucht hier. Das ist gar nichts. Sprich mit Julia. Ja. Julia mit Y. Cool. Mach mal auf da die Tür. Und es gibt mal wieder eine Sidequest. Ja, ich auch. Ja, wir meinen, ist gut. Klingt perfekt. Julia, du hast geschafft. Ja, warum? Wieso auch nicht? Jetzt dann Quest abgeschlossen. Danke. Bewegungstempo, Gesundheit, Dienausweichwertung. Wenn er verringert kritische Treffer. Verringert Schaden im Lauf der Zeit. Ich weiß nicht. Vitalität, LP, Ringwurstsekunde, Nikolischer Widerstand, Ausdauer. Dienausweichwertung, Giftresistenz. Vitalität ist schon geiler irgendwie. Oh, Nahkampfschaden 53. Nahkampfschaden, Zauberschaden, erhöhte Schaden im Laufe der Zeit. Ja, werde ich auf jeden Fall nehmen. Ja, werde ich auf jeden Fall nehmen. Zwei Hand, ist ein Stab, egal. So, Rüstung, Dings da, erhöhte Abklingzeit erholen. Das ist schon ganz geil, Abklingzeit, Erholungsgeschwindigkeit. Das ist eigentlich wichtig für mich wegen dem Teil. Aber nur zwei Trankslots, drei Trankslots. Dienerschaden. Dienerkrit. Ja. Wat weiß icke? Sonderangebot, sagt er mir.
jeden Fall mal eine neuere Waffe. Seit langem wieder mal. Was muss ich machen? Yes. Also los. Ich muss hier unsterbliche Zitadelle. Und hier muss ich Nester der Gefallenen. Ach, machen wir erst die Sidequest oder was? Let's make the Sidequest first. Forst. Warum recke ich eigentlich keine Gesundheit? So gar nicht. Hatte ich irgendwelche Items bis jetzt, die mir einfach Gesundheit gegeben haben? Und jetzt nicht mehr, oder wie? Das ist so weirdo. Und warum ist der Chat jetzt da, wo ich gar keinen Chat habe? Hallo? Escape. Mit mir chatten ist ja nett. Ich bin immer lieb und freundlich. Die HP, was schießt denn da hier? Spinnst du oder was? Spinnen sie oder was? Ach, Gestalt ist schon da. Ich dachte, ich warte, aber die ist schon da. Schlüssel, irgendwas zum Glauben. Scheint wichtig gewesen zu sein. Das hat komische Farbe. Kurz schauen. Hier. Licht. Schlüssel zum lichtlosen Gehölz. Öffne die Tür zum Dungeon. Lichtloses Gehölz unter dem verhüllten Grat. Der verhüllte Grat liegt. Ja, okay. Ich habe das schon. Ist es die einzige Dungeon, die ich gesehen habe? Warum droppt das jetzt hier? Wo habe ich denn diese Dungeon? Ich habe hier mal eine Dungeon. Ich weiß nicht, welches Zeitalter. Ich hatte irgendwo eine Dungeon gesehen, wo ich dann keinen Zugriff hatte. Vielleicht komme ich ja jetzt eh dahin. Ach so. Seelenfeuer-Bastion? Nee, das ist es nicht. Ich muss in der Zoom-Stufe sein. Okay, okay. Ich weiß nicht, irgendwo... Hatte ich gesehen, da stand aber 23 oder 27, da war ich noch sehr klein. Was hier noch alles gibt? Boah. Sehen wir was? Was ist denn das hier? Alternativer Stufenaufstieg. Dieser Weg überspringt viele Gebiete, fordert jedoch Zugang zum und Abschluss der Seelenfeuerbastion. Schließt die Seelenfeuerbastion ab, wirst du zum wirst du zum Kohleheimpass im göttlichen Zeitalter gebracht. Stufe 47. Ist das irgendein Skip oder was? Ah gut, ich finde jetzt nicht, machen wir weiter. Wir haben einen Auftrag. Finde das Zentrum der Nester der Gefallenen. Gut, bin auf dem Weg. Aber krass, dass ich ja gar kein Leben mehr reck außerhalb des Kampfs. Das ist schon heftig. Habe ich das erste Mal ein Item abgelegt, wo ich es wirklich jetzt auch merke. So, huch. Ich hatte wirklich null Leben, Reck. Normalerweise konnte ich teilweise sogar weggehen, und wenn ich irgendwie zu viel Schaden kann und dann bekommen habe, kurz den Golem tanken lassen und dann habe ich wieder Leben bekommen. Okay, kein Live-Rack mehr. Kein Live-Rack mehr, das ist schade.
Oh, irgendwas hat jetzt da geblinzelt. Yo, sofort die Gestalt verloren, ey. Anscheinend zu krasser Schaden gerade. Wow, 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 wow. Doch ein bisschen krieg ich erleben. Das war auch zu viel Schaden für den Golem. Mein Tod ist gekommen. Ja, kann ja sein, dass gut ist. Man kann ja wieder respawnen. Irgendein Gürtel. Das ist ja zum Glück nichts Endgültiges hier. Boah, muss weg, irgendwie blinzeln. Ich komme nicht weg. Boah. Ich habe versucht, da lenken zu stehen, so lang stehen zu bleiben wie möglich. Ich war jetzt schon tot, ich habe so viel genommen. Oder ist der Haupttyp noch hier? Aber immerhin sammle ich Heiltränke auf 3 Millionen auf dem Weg dahin. Nö, ist nichts mehr. Nur irgendwelche komischen Skelette. Ach so, selbst wenn ich Heiltränke aufsammle, ich dachte nur, wenn ich sie nehme, kommen die. Okay. Oder ist es vielleicht generell einfach nur beim Aufsammeln, weiß ich ja nicht. Nie zu 100% das Ganze gelesen. Chance bei Tötung mit hungrigen Seelen. Scheint irgendwas Wichtiges gewesen zu sein. Was war das jetzt? Das da? Ne, das ist ganz normal groß. Das ist auch normal groß. Auch. Hä, was war denn jetzt so groß? Ich habe mir eingebildet, dass irgendwas besonders aussah. Schnitt, die Gesundheit, minus 12 erhöhte Grasgeschwindigkeit, Intelligenz, Widerstand, Geschicklichkeit, Elementarwiderstand. Gesundheit, also Rüstung erhöht Bewegungstempo, gesunde Intelligenz, Ausweichwertung erhöht Ablenkzeit, erhöht Geschwindigkeit, Vitalität. Travestierungsfähigkeit benutzt hast, die Diener teleportieren sich um dich herum. Travestierungsfähigkeit. Achso, ich hab schon. Ich hab schon. Kehre zurück zu Alvik oder wie der heißt hier. Geil. You killed him? If we pull this off, maybe I can give us some good news for once, eh? Okay. Dann gehen wir weiter in der Story. Viel drin, nö. Von der Main Story müssen wir hier rein. Krass, gar kein Leben ränge. Eher im Kampf anstatt außerhalb des Kampfes. Das ist verrückt. Was schießen die denn? Irgendwelche komischen Bögen oder so. Ich hoffe, die gehen zurück und treffen sie richtig. Da ist wieder ein Bilder. Ach, so ein Steinfutzi. Wenn du hier in der Ecke stehst, sieht man halt nicht zu 100%, wo der Stein hinkommt. Oh, normale Gestalt, wild.
Ich dachte, der hat kaum Leben noch, aber es sind zwei wieder mal. Oh, so Glück, ich bin einfach irgendwo hingeportet und es war anscheinend okay. Es war einfach okay. Spucken auch um irgendwas krasses. Ey, was sind das für beschissene Monster jetzt hier oben an normale Gestalt? Irgendwie Steinwerfer, die im Schild sind. Wie ungeil. Später so Bosse kommen, bin ich halt auch gearscht, ey. Muss als Miele dran stehen und dann kommen irgendwelche komischen 1000 Kreise am Boden. So, das ist ja meiner. Hat der jetzt eigentlich... Das steht eigentlich auf Range, der Typ. Jetzt verliere ich sogar HP. Hey, wieso verliere ich HP? Ich habe doch gar keinen Dot oder sowas auf mir. Okay, einfach außerhalb des Kampfes HP verlieren. Beste Idee immer. Ja, die sind also weg da. Ich komm halt dann. Ach, was hängt man denn da fest? In so einem scheiß Mini. Hier an den komischen Stein hier. Schon wieder so einer. Ich finde die ungeil. Dann noch einer, weil diesen Flächen, den kannst du so schwer ausweichen hier. Ich gehe mal pull immer mehr, aber ich muss irgendwo laufen. Dort noch so einer. Ich kann nicht zumindest irgendeinen. Ich sehe halt gar nichts mehr hier. Kein Heiltrank mehr. Hier. Noch einer. Passt. Schon wieder. Ja, ich sehe da so viel Schaden. Yo! Als ob ich direkt da reingedotzt bin, ey. Jetzt stirbt doch, also echt nicht die beste Umgebung hier. Okay, krass. Ich muss den Eingang zu einem Kanal wiederfinden. Ich komme doch da aus dem Kanal erst raus, oder nicht? Der ist bestimmt oben, ist er nicht unten, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der oben ist, bestimmt oben. Weil hier bin ich ja wieder
Ja, wie heißt der Weg dann? Der gleiche. So, ein paar Heiltränke wären nicht verkehrt. Ah, hier habe ich noch irgendwelche Sachen. Heiltränke. Welche Splitter des Grauens? 2 statt 53 Nahkampfschaden, 41 Zauberschaden. Boah, okay, da hat der andere mehr. Schadenlauf der Zeit, Schadenlauf der Zeit. Oh, das ist ja das gleiche Ding. Fast das gleiche Ding. Nee, ach komm schon. Ist das ganze scheiß Level, also von so einem Blödsinn da? Wie so einem blöden Steinwichser, ey. Ah, hier. Bestimmt gibt's einen Boss. Der so ein Typ ist. Reise in die Abwasserkanäle der Zitadelle. Jo. Da porte ich mich direkt rein. Just saying. Vernichte die imperialen Aufseher. Jo, das klingt nach was Böse. Oder so ein schöner Blub hier. Vielleicht ist da der Aufseher. Na gut, hier gibt es keine so komischen Steinfuzzis mehr, oder? Das ist so ein Aufseher, so Beobachter. Wie hat's da geblinkt? Ah, die bewegen sich sogar. Okay, okay, das sind irgendwelche Speiselite-Mobs, die wild sind. Spucker gibt's ja. Oh mein Gott, diese Spucker hier. In den engsten Kanälen spucken die dich von einer Seite an. Und du musst doggen. Da ist wieder so einer. Ja, ich kann jetzt nicht. Hey, wie weit dieser Spell geht? Ich versuche immer nicht vor denen zu stehen. Aber diese Explosion ist auch nicht ohne. Okay. Es sind anscheinend die Aufseher. Der da. Diese Spuckerinos. Betritt die unsterbliche Zitadelle. Oha. Müssen wir sie dann in die Luft jagen, damit sie nicht mehr unsterbliche Zitadelle heißt? Oder wie ist der Plan? Skillen könnte ich auch mal wieder. Ich hab ja davor bei jedem Level geskillt, aber. Welch Level habe ich denn? I? Steht nicht C? 42. Ich wollte bei 43 skillen, weil ich diesen einen Spell da krieg. Schaffen wir das noch, bevor wir irgendwelche größeren Bosskämpfe kriegen? Auf 43? Also, falls ihr mich nicht verrechnet habt, kriege ich da den. Meinen letzten. Sogar den Major Spell oder so. Werd aber glaube ich nicht umskillen, weil ich behalte das Ding jetzt so wie es ist mit diesen Porten und Geschwindigkeit. Dann erst mit 50 habe ich den halt dann zum Verändern oder zum Skill-Skillen, Talent-Skillen, Skill-Talenten oder wie auch immer man das nennen möchte. Ob dann überhaupt so gut ist, wenn ich ihn gar nicht skill? Ich kann mal schauen, ob ich ihn tauschen soll gegen Goblin. Ich kann ja die Skills kaum hin und her wechseln.
Na, der Goblin ist schon noch eine gute Ablenkung für die. Ich stehe voll im Gift. Ja, aus der Gestalt raus, aber den kann ich jetzt schaffen in einen. Das ist irgend so ein Turm, so ein Segenfuzzi. So, jetzt dann gleich Level up. Dann können wir in die richtige Richtung. Jawohl. Auf Ansage hier. Überall hingeht. Oh Gott. Hier gibt's die auch, diese Viecher. Und warum müssen denn immer zwei zusammen sein? Reicht da nicht einer? Der Große darf mich halt nicht erwischen. Die Kleinen gehen eigentlich, aber der Fette. Jetzt Giftwiderstand oder was ist das? Einfach schön normalen Gestalt. Achso, der Golem ist wieder nicht da. Was ließen? Jawohl. I. S. Okay. Dann haben wir... Fangen wir mit dem 1-Ding an hier. So, mit dem, ne? Ja, mit dem da. Zack. Wo sind wir denn hier? Dreien das rein. Zack, okay. Sense. Wir sind hier. Wir müssen zweien das rein. Habe ich. Schnittergestalt. Kannst du keinem erzählen, dass das übersetzt wurde. Da sind wir hier eins und dann hier hinten auf einmal. Yo. Ja, und das Blinzeln. Hier. Wo sind wir da? Rüstung 3. Ja, und dann? 2 auf das da. Das ist... weniger gelittener Schaden bei Knochenrüstung. Gut. Schön. Bei 50 kommt das erst. Das ist schon krass. Aber ich dachte, wenn ich jetzt bei Lich die Punkte vergebe. Was ist das? ISP. Da. Wenn ich jetzt bei Lich die Punkte vergebe. 11. What? Okay, da habe ich noch ein bisschen nachzuholen. Also, wir sind bei dem hier. Das... Die Hand muss auf 8. Habe ich. Die Hand muss auf 8.
Dann kommt das auf 8. Achso, das Ding kommt einfach dazu. Was ist denn das? Ich muss nochmal lesen. Das ist auf 8, okay. Das hier. Durchdringung kann den resultierenden Widerstand 0% verringern, aber durch selbst Gegner ohne Widerstand mehr Schaden erleiden. Durch Durchdringung wirkt sich auf sämtlichen Schaden aus, auch Schaden über Zeit. Jo, versteht nicht verstanden, aber egal. Jetzt habe ich das. Das ist der Main Spell steht da. Das ist hier.